Da bin ich wieder. Und zwar schon wieder mit dem nächsten Märchen. Das ist ein, ja, ganz witziges Märchen eigentlich, aber auch sehr spannend, muss ich dazu sagen. Es ist das Märchen vom Igel und dem Hasen. Es war so. Es war ein wunderschöner Tag. Die Sonne schien wie heute auch. Die Luft war lau und es wehte ein leichter Wind nur, der die Ähren und das Gras leicht bewegte. Jo. Und der Igel, der stand vor seinem Haus, weit draußen am Lande, neben einem großen Acker. Und das war sein Acker, meinte er. Der gehörte zwar den Bauern, aber für ihn war das so, als ob er ihm gehörte. Denn auf diesem Acker wuchsen Rüben, Runkelrüben genauer gesagt. Jedenfalls, er stand da an einem Sonntagmorgen, guckte sich die Gegend an, freute sich über das tolle Wetter, pfiff ein Liedchen, im Frühtau zum Berge, wir ziehen Faller. Naja, gut, schön sagen wir nicht, aber egal. Er hatte gute Laune auf gut Deutsch und dachte sich, ach, ich guck doch mal, was eigentlich meine Rüben so machen. Also trippelte er los auf seinen kurzen Beinen. Igel haben kurze Beine und die trippeln so, gar nicht mal so langsam, aber auch nicht besonders schnell, ehrlich gesagt. Ja, da traf er dann einen Nachbarn, und zwar den Herrn Hase. Der Hase, das war ein ziemlich arroganter Bursche, ganz schön eingebildet, er wäre der Tollste und Schnellste und Stärkste und was weiß ich, war dauernd sein Reden. Ja, der Igel als höflicher Igel sagte, einen wunderschönen guten Tag, Herr Hase, wie geht's, wie steht's? Der Hase, ja, Igel, was macht die Kunst? Bist du wieder unterwegs mit deinen kurzen Beinen, kommst ja kaum vorwärts. Na, 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 sagte der Igel, so ist das ja nun nicht. Wenn's drauf ankommt, dann bin ich sogar schneller als Sie, Herr Hase. Schneller als ich mit meinen langen Beinen? Ich glaub's ja wohl. Außerdem, ich habe unglaubliche Muskeln. Ich bin sowas von schnell. Ich bin der schnellste Hase der Welt. Na gut, dann lassen wir uns doch drauf ankommen. Wissen Sie was? Wir machen ein Wettrennen. Und zwar hier am Acker. Ich laufe in dieser einen Ackerfurche und Sie in der anderen. Und wer als Erster da ist, der hat gewonnen, logischerweise. Ja, sagte der Hase. Was wetten wir denn? Denn das ist schließlich ein Wettrennen. Ja, sagt der Igel, wie wär's denn mit einem goldenen Taler für den Gewinner und eine Buddel Apfelsaft? Apfelsaft war sein Lieblingsgetränk. Ja, der Hase, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber gut, okay, dann lass uns mal loslegen. Sagte der Igel, ich muss noch mal eben kurz nach Hause. Ich muss noch eine Kleinigkeit essen, mich stärken, damit ich auch richtig fit bin. Und dann können wir loslegen, wir treffen uns in einer halben Stunde hier wieder am Acker. Gesagt, getan. Der Igel trippelte nach Hause, rief seine Frau. Du, Frau, komm mal raus, ich hab was ganz Tolles. Die Frau kam raus und sagte, was hast du denn jetzt schon wieder? Oh, sagte der Igel, pass auf, ich mache ein Wettrennen mit dem Hasen. Und wer gewinnt, der kriegt einen goldenen Taler und eine Buddel Apfelsaft. Ach, du Spinner, sagte die Frau. Du Spinner, du schaffst das doch nie. Der Hase hat viel längere Beine und ist viel stärker als du. Der ist doch viel schneller als du. Na, abwarten, sagte der Igel. Pass mal auf, ich habe einen Plan. Er erklärte ihnen den. Wir gehen jetzt zum Acker. Du passt auf, dass dich niemand sieht und hockst dich ins Ziel am Acker, am Ende des Ackers, zwischen die Furchen, sodass sich keiner sieht. Und wenn der Hase kommt, dann springst du auf und rufst, ich bin all da. Das ist Plattdeutsch und heißt, ich bin schon hier. Oh gut, so machen wir das, meinte die Frau. Also, sie versteckt sich und er
läuft zum Start und der Hase ist schon da und sagt, na, endlich da, na, Mann, los hier. Oh, Mokwi, machen wir schon. 3, 2, 1 und ab geht die Luzi, Start! Jawohl, los ging die Jagd über den Acker. Der Hase mit Riesensprüngen vorneweg und der Igel hinterher. Aber nur 2, 3 Meter. Dann hockte er sich in die oder zwischen die Furche, sodass man ihn nicht sehen konnte. Und der Hase, der das gar nicht merkte, der hoppelte weiter. Und als er dann zum Ziel, sprang da plötzlich die Frau vom Igel, die genauso aussah wie der Igel, auf und schrie, ich bin halt da, ich bin schon hier. Nee, sagte der Hase, das kann doch wohl nicht wahr sein. Sag mal, das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Was ist das denn hier? Boah, meinte die Igelfrau, das ist nun mal so, ich bin nun mal ganz schön fit. Das müssen wir nochmal machen, das irgendwas stimmt da nicht, meinte der Hase. Komm, wir machen das Ganze nochmal. Also das kann ich so nicht stehen lassen. Uff, meinetwegen. Naja, Hase hoppelt wieder zum Start zurück. Da wartet schon der Igel auf ihn, der Igelmann. Und sagt, naja, jetzt auch wieder zurück. Also nochmal. Meinetwegen, ja, ja. 3, 2, 1, ready, steady, go. Ja, go. Die hoppelten wieder los. Igel wieder nach 3 Metern. Untergetaucht zwischen die Ackerfurchen und der Hase wieder zum Ziel gehechtet. Und da stand natürlich schon wieder die Igelfrau und schrie, Ich bin Aldo. Nee, das kann doch nicht sein. Der Hase war schier am Verzweifeln. Nee, das müssen wir nochmal machen. Hier stimmt was nicht. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Meinetwegen können wir das so oft machen, wie du willst. Also nochmal das Ganze und wieder natürlich dasselbe. Und wieder er losgespurtet. Igelmann versteckt sich. Igelfrau ruft am Ziel. Ich bin Aldo. Und so weiter und so fort. Wir haben das dann 73 Mal, so heißt es im Märchen, wiederholt. Und beim 73. Mal war der Hase sowas von fix und alle, der war fertig mit der Welt. Der ist zusammengebrochen, hatte einen Schwächeanfall und musste ins Krankenhaus und wiederbelebt werden. Tja, das war die Geschichte. So ist das. Die beiden haben sich natürlich gefreut, denn die Buddel-Ab Saft und den goldenen Taler musste der Hase ja natürlich zahlen. Klar. Tja, was lernen wir daraus? Nicht nur die dicksten Muskeln und die längsten Beine haben, sind immer die besten und schnellsten. Aber andererseits war es schon ein Betrug. Ne? War, man sagt auch so, naja, beschiss. Ne? Das macht man eigentlich nicht. Sportlich ist das nicht. Aber lustig war es trotzdem und der Igel hat gewonnen. So, das war's für heute und demnächst gibt's irgendwie eine neue Geschichte, ein neues Märchen. Bis dahin, tschüss.